Johannes, Axtzähler zählen gemäß ihres Namens vorbeigefahrene Axten. Was passiert genau mit den Daten und wie werden sie abgeglichen, sodass Axtzähler die Funktion eines Detektionssystems wahrnehmen können? Axtzähler gleichen Informationen zur Anzahl vorbeigefahrener Axen ab. Aus diesen Informationen wird das Freisein bzw. das Belegen eines Gleisabschnittes geschlossen. Am besten ich erkläre dieses Thema anhand folgender Animation. Wir sehen einen schematischen Gleisplan, auf welchem die Zugposition erkenntlich ist, hier in Gelb. Die Umrisse des Wagenkastens sind hier ebenso angedeutet. Für eine Achszählung haben vor allem die Drehgestelle bzw. die Radachsen Relevanz. Wir betrachten im Genauen für unser Demonstrationsbeispiel diese beiden Gleisabschnitte. Im unteren Darstellungsfenster wird die Funktionsweise des Achszählsystems dargestellt. Wir sehen hier Zählanzeigen und symbolisch die Datenströme. Es sei angemerkt, dass Achszählsysteme nicht wirklich Achsen detektieren, sondern allenfalls ein Rad einer Achse. Diese Detektion erfolgt durch eine Veränderung des magnetischen Feldes und zwar an zwei Kontakten. Wir Fachleute sprechen auch von einem Doppelkontakt. Der Grundzustand ist der Zustand, zu welchem das magnetische Feld beider Kontakte unverändert bleibt. Dies ist der Fall, wenn kein Eisenrad sich in der Nähe befindet und dieses Feld beeinflusst. Unsere Zugfahrt beginnt. Der Zug hat bereits eine Geschwindigkeit und nähert sich dieser Achszählstelle. Erst durch das Passieren des Zuges mit seiner ersten Radachse am Achszähler werden beide magnetischen Felder beeinflusst. Die kurzfristige Veränderung eines jeden magnetischen Feldes wird mittels eines Analog-Digital-Wandlers in einen Zählwert übersetzt. Dies geschieht in der vor Ort angebrachten Baugruppe für die Signalaufbereitung. Jeder Kontakt zählt also für sich gerade die Anzahl der passierten Achsen. Durch die Tatsache, dass es zwei Kontakte sind, kann das System bereits an einem Achszählpunkt erkennen, aus welcher Richtung der Zug den Achszählpunkt befährt. Eines der Hauptgründe, dass ein Achszählsystem als Doppelkontakt ausgeführt ist. Ein einzelner Achszählpunkt kann zwar die Belegung eines Gleisabschnittes detektieren, aber er erkennt nicht das Freisein eines Gleises, weil der Achszählpunkt nicht weiß, nach wie vielen eingezählten Achsen das Zugende festgestellt werden darf. Wir benötigen daher einen zweiten Achszählpunkt am anderen Ende des Gleisabschnittes. Beide Achszählpunkte inklusive der Signalaufbereitungsbaugruppen ergeben zusammen mit einer dazugehörigen Auswertebaugruppe den sogenannten Achszählkreis. Unsere Auswertebaugruppe, der sogenannte Achszählrechner, bedient sich der Informationen also nicht nur aus diesem Achszählpunkt, sondern auch aus seinem Nachbarzählpunkt. Generell kann man sagen, dass der Achszählkreis einen Gleisabschnittsbezug hat. In unserem Fall ist es dieser Gleisabschnitt mit den Achszählpunkten an den jeweiligen Grenzen. Bei Gleisabschnitten mit Weichen oder Gleiskreuzungen sind sogar drei Achszähler oder mehr notwendig. Die Auswertebaugruppen des Achszählkreises macht einen Abgleich zwischen den Informationen dieses Achszählers und des anderen Achszählers. Es erkennt eine starke Differenz der gezählten Achsen. Oder genauer formuliert, es erkennt, dass hier 12 Achsen eingezählt wurden, aber noch keine einzige ausgezählt wurde. Diese Information ist ausreichend genug, um zu sagen, dass das Gleis belegt ist. Eine solche Belegung ist im Übrigen bereits sicher festgestellt worden, als bereits der Achszählpunkt das erste Rad erkannt hat, wie wir anfangs durch die Rotbelegung gesehen haben. Nun nähert sich unser Zug dem zweiten Achszählpunkt. Auch dieser erkennt analog zum ersten sukzessive alle 12 Achsen. Erst durch das Auszählen der zuvor eingezählten Achsen ermöglicht ein Freimelden des betrachteten Gleisabschnittes. Er wird grau. Nur die gleiche Anzahl auf beiden Seiten lässt auf das vollständige Räumen des Gleisabschnittes schließen. Der Achszählrechner macht daher nur eine Differenzrechnung aus den beiden Achszählpunkten.
Mit dem vollständigen Räumen spielt man auf den Umstand an, dass in sehr seltenen Fällen Zugteile, also beispielsweise Wagen, sich vom Rest des Zuges trennen könnten und somit das Gleis belegt bleiben soll. Diese Vollständigkeitsprüfung des Zuges ist mit Achtzählern somit gewährleistet. Wie man hier gut sehen kann, besteht der Achtzählkreis des nächsten Gleisabschnittes aus unserem bereits bekannten Achtzählpunkt und dem Achtzählpunkt am anderen Ende der Strecke. Jeder Achtzählpunkt ist im Normalfall zwei Achtzählkreisen zugeordnet. Nun zu einer anderen Betriebssituation. Nachteilig wirkte sich in den Anfangsjahren der Achtzähl-Ära die Tatsache aus, dass gelegentlich eine von beispielsweise 12 Achsen nicht erkannt wurde, also nur 11 Achsen ausgezählt wurden. Da nahezu alle Züge, Zugteile oder Wägen mindestens 2 Achsen haben, wird eine Verzählung von einer einzelnen Achse an einem Einzelsensor als nicht kritisch eingestuft. Bei vielen Bauformen und Anforderungen führt eine solche Differenz mittels einer automatischen Fehlerkorrektur ebenso zu einer Freimeldung. Ähnlich verhält es sich mit dem Vorfall, wenn mehr Achsen ausgezählt wurden als eingezählt wurden. Je nach Bauform und Verkehrssystem gibt es noch andere Varianten einer Verzählung, bei denen zugunsten der Zuverlässigkeit und damit verbundenen Pünktlichkeit der Züge das Gleis freigemeldet wird. Gibt es jedoch keine automatische Fehlerkorrektur und es wurden 12 Achsen eingezählt, aber nur 11 Achsen ausgezählt, dann schließt man daraus, dass sich der Zug mit 11 Achsen auf dem zweiten Abschnitt befindet und mit einer Achse noch auf dem alten Abschnitt. Er könnte sich auf der Blockgrenze befinden und belegt folglich gerade beide Blöcke. Da Stellwerkswärter oder Fahrdienstleiter oft nur eine indirekte Kenntnis zur Zugposition haben, nämlich nur über die Rotbelegung in der Bereichs- oder Lupenübersicht, kann vorerst nicht festgestellt werden, ob sich die Anlage verzählt hat oder ob tatsächlich Zugteile den Abschnitt belegen. Um die Gleisabschnitte möglichst schnell für die nachfolgenden Züge verfügbar zu machen, kann eine solche Anlage in Grundstellung gebracht werden. Man spricht von der bei Fahrdienstleitern oft verwendeten Achtzähl-Grundstellung, die als eine sogenannte Hilfsbedienung gilt und streng dokumentiert wird. Um generell einen Achtzählkreis in Grundstellung bringen zu dürfen, gibt es mehrere Prämissen, vor allem die Abschnittsprüfung. Entweder durch den Fahrdienstleiter vor Ort per Augenschein oder durch das Befahren des nachfolgenden Zuges durch den belegt gemeldeten Abschnitt, und zwar auf Sicht, wohl wissend, dass die geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Gleisabschnitt auch besetzt statt nur belegt ist. Der genaue betriebliche Prozess von Fahrdienstleiter und Fahrpersonal ist hierbei nicht unkompliziert. In unserem Fall war der Abschnitt nicht verstellt, er war nur belegt gemeldet statt besetzt. Durch die Befahrung wird der Abschnitt durch die richtige Funktion des Achtzählkreises schließlich frei. Das Freifahren von Weichen- und Kreuzungsabschnitten ist dabei weitaus komplexer. Hier gilt es, mehrere Stränge freizufahren, schlimmstenfalls mit aufwendigen Umstellvorgängen von Weichen eines belegt gemeldeten Abschnitts. Okay, verstehe. Es gibt zwei zu unterscheidende Ebenen im Achtzählsystem: den Achtzähler selbst in seiner zählenden Funktion als Zugschlussstelle und den Achtzählkreis, der die Dateninformation verarbeitet. Genauso ist es. Ein Blick auf die anderen Themengebiete der Videoserie Bahntechnik und Bahnbetrieb lohnt sich. Schaut es euch an!